Moin moin, herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Runde Let's Play The Forest. Wir sind mal wieder im Wald unterwegs, nach einiger längerer Zeit Unterbrechung. Das ist meine erste Aufnahmesession mal wieder im Single Let's Play. Letztes Wochenende war ja schon einmal Multiplayer, aber die Folgen, die letztes Wochenende rauskamen, waren natürlich schon vorproduziert, da vor meinem Urlaub das Ganze stattgefunden hat. Wie sieht's aus hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hänge einfach mal alles so hin, was ich gerade... das sieht ja schon ein bisschen grün aus. Hier noch so auf Tasche hatte. Wir sind natürlich immer noch hier bei der Strandhütte. Unsere Rüstung sieht nicht ganz so gut aus. Dann haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Wie sieht es aus? Blätter 15.000. Das ist alles jetzt auf Deutsch, das Menü. Da haben die nochmal mit dem letzten Update groß dran gearbeitet. Gibt ja jetzt auch diese Möglichkeit in diesem Log-Transport. Den werde ich aber erstmal nicht nutzen. So, hier. Erstmal das ganze Leuchtfelleimer anziehen. Das ist unser Rüstungsbalken bis oben hin randvoll gefüllt. Wo ist das aus? Wasser. Oh, da können wir mal wieder ein bisschen was reintun, wo wir gerade hier sind, ne? Ein bisschen Wasser auffüllen. Ah, gut, das geht genauso nicht mehr wie im Multiplay. Ist doch jetzt voll, oder? Man kann das irgendwie häufiger machen, aber sie ist schon voll. Dann brauchen wir sie auch nicht mehr ausrüsten. Wir nehmen jetzt das hier. Trinken. Trinken, trinken. Haben wir genug getrunken? Reicht. Gut, was machen wir heute? Neue Aufnahmesession, neue Suche beginnt. Hier fehlt noch der zweite Krokodilkopf bei unserer vorderen Deko. Also würde ich sagen, sollten wir das gleich angehen. Ich überlege gerade, wie man am besten dahin läuft. Ich glaube, wir laufen mal hier längs. Ist ja wieder ein bisschen weiterer Weg. Kämpfe mich einfach erstmal durch. Hoffe, dass wir nicht so häufig auf Ungeheuer, ne, hier, Monster, Körperklaus und wie sie alle heißen, stoßen, sondern einigermaßen friedfertig zu den Krokodilen kommen und den zweiten Schädel organisieren können und dann wieder zurücklaufen können. Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Achso, ne, war kein Lurch. Bin ein bisschen kaputt. Vielleicht sollte man nochmal einen kleinen Schokoriegel naschen. Ich habe auch leider ein bisschen. Ich hätte vielleicht nochmal so ein Essen to go einpacken sollen. Das war wieder ein bisschen ungeschickt. Ich laufe auch vermutlich nicht unbedingt den kürzesten Weg gerade. Mal gucken, dass ich, wie gesagt, niemanden Bekloppten in die Arme laufe. Vielleicht mal ein bisschen erholen lieber zwischendurch. Zack, schnell hier durch. Und dann ja auch zu den Kommentaren, wir brauchen noch mehr Köpfe. Man soll ja als Ziel hat man von jeder Tiersorte einen so einen Schädel sich als Trophäe aufzuhängen. Wir machen natürlich jetzt mit dem Hai und dem Krokodil machen wir das Ganze doppelt. Was war das für Bären hier? Oder für Chicorée gesammelt. Das macht aber auch nichts. Ja, das macht komische Geräusche. Kurz mal ausruhen. Wo weiter geht's? Ja genau, hier ist unsere kleine Hütte. Die hatten wir schon mal für uns gewonnen. Was ist hier denn? Eine neue Box. Na, hier waren wir auch echt schon lange nicht mehr, ne? Hier liegt sogar noch ein Laptop. Da können wir uns ein bisschen Elektroteile rausholen. Hier ein paar Pilze essen, aber möchte ich gerade nicht. Hier können wir reparieren. Vermutlich, weil wir hier lange nicht waren, ne? Das ist diese Verstärkung gewesen. Seile können wir eh gerade nicht brauchen. Ein Feuerchen hatten wir hier. Das ist lange, lange her, wo wir hier waren. Aber weiter geht's. Kroko. Schädel. Unser Ziel für heute. Und dann,
wie gesagt, zum Thema Schädel. Wir müssen auf jeden Fall noch in die im Schneebereich nach Wildschwein suchen. Dann müssen wir noch der Biber, glaube ich, war das, ne? Den gibt's auch noch. Und ich müsste eigentlich mal gucken, was für Tiere es noch gibt in der Forest. Oh, hier sind wir auch wieder direkt in so einem Dorf. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr so genau, was es nochmal alles genau für Tiere gibt. Das ist ein großes Dorf hier. Da ist noch eins. Hä? Ich dachte eigentlich, hier kommt jetzt dieser Fluss nach drinnen. Da unten läuft einer. Sind die Hütten hier neu? Oder sind die schon immer da? Na, hier gibt es nochmal ein Bild. Das kann schön in unsere Hütte hängen. Das können wir auch nochmal schnell kaputt machen, wo wir gerade hier sind, ne? Schädel brauchen wir nicht. Okay, ich sehe da einen. Ich laufe aber einfach mal straight dran vorbei. Hier vorne muss doch unsere Brücke sein. Wenn ich komplett verlaufen habe. Noch ist hier unten, ne? Ja, doch ein bisschen falsch gelaufen. Und ich hatte es aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz so weit in Erinnerung. Ich dachte, das wäre viel näher gewesen. Na, wir hauen mal ab und hoffen, dass wir uns nicht folgen. Nicht über die Brücke folgen. Tun sie scheinbar auch nicht. Guck mal, da sind wir sie los. Das ist gut. Kurz mal Energie schöpfen. Bisschen langsamer latschen vielleicht. Reicht ja auch immer. Aloe Vera. Wie sieht's denn aus? Aber wir haben eigentlich Energiemix. Medizin. Heils Medizin Plus. Medizin Plus haben wir jetzt zwei. Dann können wir zumindest ein Aloe Vera wieder mitnehmen. Sagen, hier haben wir Lurch. Lurche sind eigentlich auch immer gut zu mitnehmen. Dann ein bisschen Rüstung brauchen wir noch, aber wir haben keine Ersatzrüstung. Dann haben wir Platz für 10 Ersatzrüstungsplätze im Inventar. Mit dem Krokodil können wir es ein bisschen füllen, aber auch das hier sollten wir nicht vergessen. Ja, der läuft uns natürlich direkt vor die Füße. Schön. Nimm mit. Selber schuld. Das ist doch auch neu, oder? Das habe ich noch nicht gesehen. Was ist das? Achso, das sind ja immer hier komischen Bären. Die brauchen wir nicht. Oh, hier unsere kleine Hütte. Da hinten ist nämlich Krokodilland. Jetzt aber die Überlegung, wie steht die Sonne? Geht schon Richtung unter, ne? Die ist nicht am Aufgehen, oder? Ich würde sagen, halt doch mal das Schwert still. Dann könnte man es vielleicht auch sehen von der Höhe, ob die Sonne gerade sinkt oder ob die Sonne gerade steigt. Weil mich beschleicht das Gefühl, die Sonne gerade sinkt und es gleich dunkel wird. Und wenn wir dann auf Krokodiljagd gehen, hängen wir da wieder so blöd. Mit einer Lavala Pampa fest und kommen nicht zurück. Wir brauchen nämlich einen ganzen Tag, einen hellen Tag, um wieder zurückzukommen. Machen wir doch in der Zwischenzeit mal schnell unser Lurchfell einmal gerade vor. Ich weiß auch nicht, ob wir gerade geschlafen hatten beim letzten Mal. Ich bin mir echt nicht sicher. Dafür ist es einfach zu lange her. Ah, Sonne geht unter. Sagen, wir gehen hier noch so ein bisschen auf Lurch fangen, wenn sie nicht immer abhauen würden. Mal den nehmen wir hier. Ich glaube, ich können wir drinnen in unserer Hütte ein bisschen was aufhängen. Nimm mit. Oh, hier hängt aber auch schon viel Vergammeltes. Ich weiß nicht, wie lange das hier schon hängt. Können wir mal ein bisschen was essen und gucken, ob es überhaupt noch sättigende Wirkung hat. Ein bisschen, ja, energietechnisch. Gehen wir nicht voll.
Deko-Krams hier? Ah ja, das war so ein alberner Deko-Krams, den die gebaut haben. Und dann haben wir selber unsere Hütte wieder ein bisschen gedamaged. Ich weiß nicht genau, was wir gedamaged haben. Das ist nicht zu erkennen. Speichern könnten wir schlafen? Nein. Also hier draußen können wir scheinbar irgendwas reparieren. Aber vielleicht auch doch irgendwie nicht so richtig. Komisch. Sollten wir da vielleicht doch eine, zur Sicherheit noch eine zweite Steinmauer eigentlich draufpacken? Wir haben also einen kleinen Augenblick Wartezeit hier gerade. Oh, das war der falsche Taste. Das ist wieder das Problem, dass ich im Multiplayer muss ich es mal ändern. Weil hier habe ich mich dran gewöhnt. Was für Glück gehabt, du dummer Lorch. Die müssen wir mal entfernen. Meistens ist da nämlich Stein rauszuholen. Eigentlich sollten wir auch das mal hier ein bisschen ausbauen, oder? Dass auch die andere Hütte mit in unserem Bereich ist. Dass wir hier eine schöne kleine zweite Base bekommen. Hier scheinen ja doch irgendwie regelmäßig Lorche zu spawnen. Obwohl hier keine Bäume in der Nähe sind. Steine kann sich ja sammeln ohne Ende. Holz ranzuschaffen ist natürlich schon ein Problem. Das ist hier nicht so einfach hier. Hier gleich wieder zwei Stück. So voll war unser Rüstungspanzer hier lange nicht mehr. Jetzt müssen wir jetzt gleich erstmal wieder alles mit Blättern versehen, damit wir dann auch den anderen wieder auffüllen können. Mal haben wir ein Stück schon fertig, noch einmal sammeln, dann geht die Sonne auch unter, wir können schlafen und am nächsten Tag holen wir uns dann Krokodok. Crocodile Dundee Teil 2 wird das heute. Obwohl, wenn ich jetzt auf die Aufnahmeuhr gucke gerade, wird es erst morgen soweit sein, bevor wir damit wieder safe in der Base zurück sind. Zack, 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 zack. Kann man schon nicht mehr mitnehmen. So, das ist doch schon mal schöner hier. Was wird mir denn hier angezeigt? Warum macht er das nicht? Ja, wie gesagt, wir könnten überlegen, das hier hinten auch noch dicht zu machen. So, also ein bisschen abzugraden das Ganze. Was haben wir jetzt denn? Zwei auch nicht. Drei. Die andere Seite, obwohl eigentlich schlafen ist jetzt so blöd, weil wir energietechnisch super gut gerade sind. Sag, ist das unsere Fackel da hinten oder sind das Gegner, die da kommen? Wir haben auch die Möglichkeit, hier locker noch mehr Schädellichter aufzubauen, weil da hinten kommen ja immer welche. Ich glaube, nur Treesap war so ein bisschen das Problem, ne? Aber da haben wir eigentlich unsere Sammler. Das war eher mit Singleplay, wo wir keinen Treesap haben. Ja, hier haben wir davon mehr als genug. Vielleicht war das auch der eine hier vorne. Nö. Irgendwo ich Gegner in der Nähe. Unser Inventar. So, einmal das Echsenfell mit Blättern versehen. Jetzt haben wir hier zwei Tarnrüster. Das wäre dann die dritte. Die vierte. Und die fünfte. Mehr geht ja auch nicht. Dass sie das immer noch nicht gemacht haben, dass man das mit einem Knopfdruck machen kann. Ne? Ah doch. Man kann gedrückt halten. Aber dann haut er einfach viel zu viele dahin. Das ist noch suboptimal, habe ich behaupten. 790 Baumharz, da kann man alles Mögliche mit bekleben.
der Speicherpunkt ist jetzt auch jeden Moment erreicht. So, und schlafen einfach doch nochmal. Es regnet auch, da können wir hier am nächsten Tag schön was essen. Speichern kann ich schon mal. Fehlt uns noch der letzte kleine Punkt zum Speichern. Und nach wie vor weiß ich nicht, was ich hier drin reparieren kann. Der Stein liegt ja auch total bescheuert hier mitten in der Hütte. Ne? Kann sie den nicht mal irgendwie wegpatchen? Morgen oder so, an der Aufnahme, wenn morgen gibt es ja. Also, ich denke, am Wochenende gibt es wieder eine neue Version von The Forest. So wie ich das mitgekriegt habe. So, und das ist soweit. Ich wünsche allen Zuschauern eine gute Nacht. Danke euch fürs Zuschauen. Heute Freitagabend wird es wohl auch noch Stream geben. Ich denke, ab ca. 22 Uhr, 22:30 müssen wir mal gucken. Danke fürs Zuschauen. Und morgen hier im Single Let's Play gehen wir dann auf die Reise und holen uns Krokodil. Bis dahin, danke euch und tschüss.